Platz 40. King's Quest 2, das AGD Interactive Remake. Achtung, das ist hier wirklich wichtig. Ich rede nicht von dem originalen King's Quest 2 von Sierra damals, sondern wirklich nur von dem Remake. Und das ist ein Spiel, was mich insofern sehr beeindruckt hat, dass keines der King's Quest Spiele würde überhaupt auf dieser Liste auftauchen. Ich habe eine Schwäche für die Spiele, ich mag sie ganz gerne, aber ich würde sie niemals zu meinen Top-Spielen, Top-Lieblingsspielen zählen. Vor allem nicht Teil 2. Das ist gerade beeindruckend, dass es mit Teil 2 dieses kleine Kunststück gelungen ist. Und da kommt dieses Fan-Remake, da kommt AGD Interactive, nimmt sich King's Quest 2, einen der mittelmäßigsten Teile, selbst innerhalb der King's Quest-Reihe, nicht einer der besten, nicht einer der schlechtesten, und macht daraus das hier. Aber man kann natürlich sagen, okay, es hat jetzt nur noch grob was mit dem Original zu tun, obwohl es sich, sag ich mal, an die übergeordnete Handlung hält und so viele Schlüsselszenen sind noch drin. Aber das, was es damit alles anfängt, das macht es so beeindruckend und das macht daraus hier ein wirklich, wirklich tolles Point-and-Click-Adventure. Einerseits nimmt es sich King Grahams Charakter aus King's Quest 5 und baut den hier ein, weil King Graham hatte in den frühen King's Quest-Teilen noch nicht wirklich Persönlichkeit, die kam erst später mit Teil 5 etwa, und das hat man quasi hier implementiert, so sein sehr charismatisches, aber trotzdem, jetzt packe ich es an Persönlichkeit, und dazu halt das kluge Rätseldesign eines King's Quest 6, was quasi gameplaymäßig der beste Teil der Reihe ist. Und das Ganze ergibt ein richtig, richtig tolles Gesamtpaket, und das ist das King's Quest 2 AGD Interactive Remake. Kann man sich kostenlos runterladen, empfehle ich euch hiermit ausdrücklich. Platz 39, ActRaiser. Okay, ActRaiser muss ich, glaube ich, nicht groß erklären, warum das ein besonderes Spiel ist. Es hat sich inzwischen einen wirklich guten Ruf erarbeitet und das freut mich sehr, weil als das Spiel rauskam, hat eigentlich niemand so wirklich von geredet. Ich habe immer mal in Nintendo-Zeitschriften davon gelesen oder es gab so auch so eine kleine Cheat-Sektion in diesem Top-Secret-Buch von Nintendo, und da habe ich immer von ActRaiser erfahren, aber ich habe das Spiel nie gesehen und ich wollte es immer haben, weil es klang so cool. Ein Aufbauspiel mit Action, wo du einen Gott spielst und Magie und coole Viecher töten und dann gleichzeitig aber wieder Städte aufbauen und Städte zerstören, damit höhere Zivilisationen entstehen und so weiter. Das ist einfach so, so interessant und klug durchdacht, dieses Spiel. Und als ich es dann endlich gespielt habe, stellte ich fest, verdammt, das ist ja hammerschwer. Aber das macht es ja nicht gleich schlecht. Und ich finde, ActRaiser ist auch nach wie vor eines der interessantesten Spiele, gerade eines der interessantesten Retro-Spiele und überhaupt für das Super Nintendo. Und natürlich einfach ein mega Soundtrack noch oben drauf. Platz 38. ActRaiser 2. Ja, ja. Ernsthaft, ich habe es getan. Ich habe ActRaiser 2 vor ActRaiser 1 gepackt und bin damit wahrscheinlich einer der wenigen Leute auf diesem Planeten, die das so rum anordnen würden. Aber es ist wirklich eine interessante Story. Es ist erst so für mich passiert, als ich das Video bei ActRaiser 2 gemacht habe, als Teil des Quintett-Quintetts und meiner Meinung nach bisher auch das beste Video vom Quintett-Quintett. Hättest du mich vor dem Video oder all die Zeit davor irgendwann mal gefragt, hey Parappa, wenn du nur Top 120 machen würdest, wo wäre denn da ActRaiser 2 drin? ActRaiser 2 wäre nicht mal in die Nähe der Top 120 gekommen. Und dann habe ich dieses Video darüber gemacht, war eins der Videos, vor denen ich mich am meisten gegraut habe, weil ich dachte, oh Gott, ich muss ActRaiser 2 dafür spielen. Und dann habe ich mich so intensiv damit beschäftigt und ich wurde so gut in diesem Spiel und habe dann festgestellt, verdammt, es ist einfach auch verdammt gut. Und das, was es eben für mich über ActRaiser 1 stellt, obwohl viele Dinge aus ActRaiser 1, die ich daran mag, in Teil 2 fehlen, dafür hat einfach dieses Action-Gameplay, und das ist nun mal der Kern des Ganzen, hat einfach so viel besser funktioniert. Und das, was ich gerade ansetzen wollte, das, was ActRaiser 2 für mich ein Stück über ActRaiser 1 hebt, darum sind die auch so nah beieinander, ist, der Schwierigkeitsgrad von Teil 2 ist einfach viel, viel fairer. Wenn du solche Listen siehst mit den schwersten Super Nintendo-Spielen etc., ist gerne ActRaiser 2 drauf und von ActRaiser 1 wird nie geredet. Ich finde beide recht schwer. Aber ich finde, ActRaiser 1 hat einfach viel mehr unfaire Stellen und auch zum Teil Bosse, die einfach viel nerviger sind, die man dann mit Magie überwindet und dann hast du später keine Chance beim Boss-Marathon und so weiter. Und bei Teil 2 ist es viel ausgeglichen. Du kannst jeden Boss auf eine recht faire und gute Art überwinden. Und ich hab's tatsächlich erlebt, dass ich, nachdem ich mein Video über ActRaiser 2 fertig hatte, hatte ich trotzdem noch richtig Bock auf das Spiel. Und ich habe es dann danach bestimmt noch 2 oder 3 Mal mehr durchgespielt. Das war für mich eine der größten Überraschungen. Auch beim Erstellen dieser Liste, als ich festgestellt habe, ActRaiser 2 ist für mich so weit oben. Platz 37. Freelancer.
Noch eine Überraschung für mich, als ich diese Liste erstellt habe. Und zwar, weil ich dachte, Freelancer wird es zweifelsohne in die Top 20 diesmal schaffen. Aber dann fielen mir doch noch so viele andere Spiele ein, die ich dann doch noch einen Tick lieber mag. Aber ich finde trotzdem, so weit oben in der Liste ist kein schlechter Platz für Freelancer. Ein Spiel, von dem viele Leute nicht mal wissen, dass es das überhaupt gibt. Ein Weltraumspiel, das mir eigentlich so alles bietet, was ich in einem Weltraumspiel gerne haben möchte. Ich kann verschiedene Schiffe haben, ich kann verschiedene Sachen da einbauen und vor allem bietet es dir einfach so viel Freiheit, das Weltall einfach zu erkunden. Und zwar auch in verschiedenen Geschwindigkeiten. Das heißt, du kannst schnell von A nach B auf diesen schnellen Handelsrouten, aber du kannst auch einfach, sag ich mal, selbst händisch hinfliegen, einfach auf den Planeten zusteuern, einfach mal dein Schiff vor sich hin steuern lassen, die Richtung halten, dich zurücklehnen und entspannen. Das ist für mich eines der Spiele, das ich zur Entspannung spiele. Klar wird man zwischendurch immer mal von irgendwelchen komischen Piraten angegriffen, da muss man ein bisschen kämpfen, aber so im Allgemeinen einfach nur ein bisschen durchs All gondeln und die wunderschönen Farben und das Ambiente genießen. Freelancer ist für mich atmosphärisch und das, was es, sag ich mal, an Empfindungen in mir auslöst, ein besonderes Spiel. Platz 36, Mario Kart 64. Wie ich schon damals in meinem Kultspiel vor mich hingeschwärmt habe, so möchte ich das auch hier tun. Mario Kart 64 ist, was Funracer, Partyspiele und einfach eine sehr, sehr gute Zeit mit Freunden verbringen angeht, einfach so gut wie nicht zu übertreffen. Das gute Streckendesign fällt mir dabei ein, beziehungsweise die Abwechslung dabei. Die vielen gut ausbalancierten Power-Ups, es ist einfach sehr, sehr fair, finde ich. Es ist natürlich ein bisschen eine gewisse Zufallsnote dabei, was man bekommt, aber auch das finde ich, das ist einfach Teil des Spaßes. Es ist ja auch ein Partyspiel in dem Fall und es hat einfach so viele einprägsame Strecken. Ich glaube, die einzige, die so ein bisschen lahm ist, ist Marios Circuit, aber alles andere einfach ein total cooles Spiel, zu dem es sogar mal eine Meisterschaft gab und so weiter und Luigi for the win. Platz 35, Quest for Glory 1. Ich habe lang hin und her überlegt, wo ich die Quest for Glory Spiele auf diese Liste packe und vor allem welche und in welche Reihenfolge. Und für mich stand einfach fest, okay, die beiden besten Teile sind die Teil 4 und Teil 1. Und Teil 1 gefällt mir insgesamt doch noch ein bisschen lieber, obwohl wahrscheinlich Teil 4 das bessere Spiel objektiv betrachtet ist, einfach von dem, was es alles bietet. Aber Teil 1 mag ich trotzdem ein Stückchen weit lieber, einfach weil es noch so eine gewisse Unschuld hat. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, weil das hier der einzige Teil von Quest for Glory ist, wo du eben nicht die Welt rettest, sondern du bist einfach nur ein popeliger kleiner Abenteuer, der in ein so ein verwunschenes Tal kommt, was so ein bisschen alles sehr angedeutscht wirkt dort. So ein verschlafenes Tal und du hast einfach vor, ich möchte gerne Abenteurer werden. Und dann fängst du an mit so ganz popligen kleinen Sachen, dann arbeitest du dich sozusagen hoch, dein Charakter wird immer besser und schließlich bekämpfst du die böse Hexe Baba Yaga. Auch das finde ich einfach, auch diesen schönen Mischmasch. Ich meine, die späteren Quest for Glory Teile wurden alle etwas monothematischer, also 1001 Nacht, afrikanische Märchen, Horrorgeschichten, Griechenland. Hier ist noch so ein bisschen von allem so ein Stück weit was drin. Aber auch das finde ich eigentlich ganz gut und ich mag, wie das Ausbalancieren der Charaktere gelungen ist. Das ist bei den anderen Teilen der Quest for Glory Reihe nicht immer so gut gelungen wie hier. Hier finde ich nach wie vor den Magierweg einen Tick zu schwierig, aber auch nicht so, dass es unschaffbar wäre. Hier finde ich alle drei eigentlich gut machbar und ich mag auch, wie man es geschafft hat, wie unterschiedlich die drei Charakterklassen sich anfühlen. Auch das ist etwas, was zum Beispiel mir bei Teil 5 und auch zum Teil bei Teil 3 ein bisschen abging. Und daran merkt man einfach die guten Quest for Glory Teile, dann, wenn du quasi daran Spaß hast, alle Klassen auszuprobieren und zu spielen. Platz 34, Donkey Kong Country. Ich war zwar schon immer gewissermaßen Nintendo-Kind, Schrägstrich Amiga-Kind, so eine Mischung aus beidem, aber das, was mich wirklich endgültig davon überzeugt hat, dass das Super Nintendo die Konsole für mich ist, dann war das erste Donkey Kong Country, was ich damals als kleiner Stöpsel gespielt habe. Noch nie hat mich ein Spiel dermaßen beeindruckt, so wie es aussah, wie es klang und vor allem, wie gut es sich spielte. Donkey Kong fand ich zwar immer ein bisschen nicht so gut wie Diddy, ich glaube, das geht aber auch allen so, alle Leute lieben Diddy, weil Diddy sich einfach so viel besser spielt, du war Diddy, Diddy Dum, Diddy Du. Und es hat ein paar der schönsten Wasserlevel, die ich je gespielt habe und auch die Musik. Ich glaube, selbst wenn du Wasserlevel nicht magst, du freust dich trotzdem auf Aquatic Ambience, also die Musik des Wasserlevels, die Tiergefährten. Einfach rundherum ein so gelungenes Gesamtpaket, bei dem selbst Super Mario damals wirklich neidisch rübergucken musste, was da die Kollegen von Rare gezaubert haben. Platz 33, Mortal Kombat 2.
Bleiben wir gleich bei Dingen, die mich zum großen Fan von Dingen gemacht haben. Mortal Kombat 2 ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich so ein großer Liebhaber der Mortal Kombat 3 geworden bin. Weil hier stimmt einfach Story, Gameplay, Präsentation und vor allem die Charaktere so gut überein. Ich fand, Street Fighter 2 hat sich immer ein Stückchen besser gespielt als eigentlich alle Mortal Kombats, aber in dem Fall war es mir wirklich egal, weil Mortal Kombat einfach so viel cooler war. Das erste mochte ich schon sehr gerne, aber das zweite war dann wirklich das, was mein Herz erobert hat. Vor allem hat es mir zwei meiner inzwischen eigentlich immer noch Lieblingscharaktere geboten. Einmal Reptile, den ich einfach spielerisch meistens am stärksten finde, außer in Teil 7 Armageddon, da war Reptile ein bisschen lame. Aber ansonsten versuche ich eigentlich in jedem Mortal Kombat Spiel Reptile zu meistern und mit dem richtig gut zu werden, weil ich den einfach total cool finde, diesen raptorartigen Ninja. Das Konzept mag ich eigentlich ganz gerne. Und ich glaube, einen meiner Lieblings-Videospielcharaktere überhaupt, auch über Mortal Kombat hinaus, und das ist Shang Tsung. Einfach dieses interessante oder dieses coole Konzept von diesem Zauberer, der im ersten Teil ein alter Mann war. Dann ist er jetzt hier auf einmal jung, dieser Seelenräuber, der sich in jede andere beliebige Person verwandeln kann, der auch so ein bisschen heimtückisch ist und immer einer der Bosse, aber niemals der Oberboss und sozusagen immer der Großvisier, die rechte Hand des Imperators und einfach rundherum einfach ein Charakter, den ich sehr zu schätzen weiß, über den ich sogar schon ein schönes Lied einmal schrieb. Könnt ihr euch bei Gelegenheit nochmal anhören, in der Mortal Kombat Shaolin Monks Review war es. Mortal Kombat 2, auch die Stage Fatalities waren nochmal eine Ecke cooler. Das Einzige, was Mortal Kombat nach wie vor, finde ich, fehlt, ist gute Musik. Das war auch leider hier der Fall. Aber ansonsten Grafik und spielerisch und charaktermäßig. Habe ich schon alles aufgezählt. Mortal Kombat 2, einfach ein sehr, sehr gutes Prügelspiel. Platz 32, Turok 2. Bleiben wir gleich bei Fortsetzungen. Turok 2 stellt Turok 1 und auch Turok 3 eigentlich locker in den Schatten. Es ist ein Ego-Shooter, der einfach nur Spaß machen will. Total schnelles Gameplay, bei dem es einfach nur auf geradeaus und Action und Krachbumm ankommt. In riesigen, offen gestalteten Leveln, bei denen man auch viel erforschen kann. Ich mag den auch diesen etwas skurrilen Humor, der da mitschwingt, gerade bei diesen Dino-Gegnern, wie die sich benehmen und so weiter. Die überzogene Gewalt in der ungeschnittenen Fassung mit Gehirnaussaugkanone, überhaupt die ganzen Waffen. Es gibt keine Waffe im Spiel, die ich irgendwie lahm oder doof finde. Hat eine sehr coole Schrotflinte, es hat einen sehr coolen Raketenwerfer, es hat ein sehr cooles Schnellfeuergewehr, es hat einen Tech-Bogen mit einem Sniper-Modus. Muss ich noch mehr sagen? Die N64-Version war ich nie der große Fan, aber die PC-Version von Turok 2 mochte ich sehr, vor allem auch im Multiplayer. Das ist eines der wenigen Spiele, die ich online gespielt habe, bei denen ich auch manchmal Erfolge vorweisen konnte. War dann auch noch, wie gesagt, lange Zeit dann online. Ich glaube, es gibt ja inzwischen ein Remastered auf Steam und so weiter. Und Turok 2, für mich einfach einer der coolsten und besten Ego-Shooter überhaupt, weil einfach nur Spaß und nicht so viel nachdenken. Platz 31, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Objektiv betrachtet würde ich sagen, das ist das beste Point-and-Click-Adventure, was es gibt. Ist für mich persönlich nicht das Top-Point-and-Click-Adventure, aber das sind eher so Geschmackssachen, Nostalgie spielt damit rein. Wobei ich auch für dieses Spiel viel Nostalgie empfinde, weil es auch eins der Amiga-Spiele war, die ich immer sehr geschätzt habe mit seinen 11 Disketten. Aber was ich damit meine mit objektiv gut, ist es einfach, dieses Spiel macht einfach nichts falsch, es macht alles richtig, was es anfasst. Kein einziges der Rätsel fühlt sich unfair an. Das ist ja ein Problem, dass viele, sag ich mal, gerade klassische Adventure haben, dass die Rätsel unlogisch sind oder dass man irgendwie so um so viele Ecken denken muss, dass man nicht wirklich draufkommt. Ich finde, das Problem hast du hiermit nicht. Ich finde, dieses Spiel kannst du relativ problemlos durchspielen, ohne dich unterfordert zu fühlen. Ich mag, dass du, was man auch bis seitdem nicht mehr in dem Ausmaß gesehen hat, dass du drei verschiedene Lösungswege für das gesamte Spiel hast, dass man sich also wirklich für jede Situation im Spiel drei Lösungswege überlegen musste. Es gibt den Teamweg, den Puzzleweg und den Actionweg. Den Actionweg, den niemand gespielt hat, weil sich niemand für das Kampfsystem interessiert hat. Also kenne ich zumindest niemanden. Aber du hast eben den Teamweg, den ich sehr mag, weil du dort die Sophia dabei hast, einen wirklich gut geschriebenen weiblichen Mithauptcharakter neben Indiana Jones. Oder es gibt auch den Puzzleweg, der nochmal einen Tick schwieriger ist für die Leute, die einfach noch ein bisschen mehr knobeln wollen. Indiana Jones and Fate of Atlantis ist einfach das
perfekte Point-and-Click-Adventure-Paket und dazu eine sehr gut geschriebene und vor allem Indiana Jones sehr angemessene und passende Geschichte, die man danach spielen kann, von der manche Leute sagen, es ist besser gelungen als zu manch einem Film. Platz 30. Dragon Ball Advanced Adventure. Okay, jetzt sind wir aber bei dem Dragon Ball Spiel schlechthin, weil das bietet mir einfach alles, was ich mir als Dragon Ball Fan so wünschen würde. Es geht um das alte Dragon Ball, das gute Dragon Ball. Haha, ich alter kontroverser Schlingel. Du spielst Son Goku in einem Sidescroller, der ganze Artstyle ist so perfekt an die Serie angepasst. Du verprügelst Red Ribbon Hundesoldaten und den Bärenbanditen. Du hast zwei Kämpfe mit Chao Zu und Tenshin Han und Krillin und Yamchu und im Wesentlichen ist eigentlich alles drin, was du haben möchtest. Dazu kommt noch eine schöne Abwechslung. Du hast nicht nur die Sidescroll-Level, du hast auch noch Flug-Level auf der Jindujun. Es gibt Minispiele, wenn du quasi Meister Quitte fangen musst. Es gibt tolle Bosskämpfe, die ganzen Animationen sehen wirklich aus, wie jemand hat sich bestimmte Szenen aus der Serie angeguckt und gesagt, okay, daraus machen wir eine Animation. Also das Pixelart ist hier wirklich großartig gelungen. Du kannst den Story-Modus einmal mit Son Goku durchspielen, hast damit schon eine gute Zeit. Dann haben sie clevererweise das so gemacht, dass du danach Krillin freispielst, mit dem nochmal den Plot nachspielen kannst. Und Krillin spielt sich nochmal eine ganze Ecke flotter und besser als Son Goku, sodass du quasi tatsächlich nochmal einen Grund hast, das nochmal ein zweites Mal durchzuspielen, weil sie es jetzt einfach nochmal noch eine Ecke besser spielt einfach. Und wenn du das dann nochmal durchgespielt hast, dann kannst du die Dragon Balls suchen. Und dann beginnt erstmal der eigentliche Spaß, weil wenn du die 7 Dragon Balls hast, kannst du quasi jeden Sprite im Spiel spielen und benutzen. Also quasi jede Figur im alten Dragon Ball, die du dir vorstellen kannst, kannst du spielen. Du kannst selbst als Oolong durch die Gegend fliegen. In welchem anderen Dragon Ball Spiel kannst du Oolong spielen? In keinem. Dragon Ball Advance Adventures, Platz 30, absolut verdient. Platz 29, Icewind Dale. Für Leute wie mich, die die Rollenspiele auf der Infinity Engine so sehr mögen, schon eine mittelschwere Offenbarung, einfach weil das ist eines der Spiele, das du einfach rein wegen des Gameplays spielst. Ich meine, ja, es hat einen Plot, aber der ist eigentlich nur da, weil du halt einen Plot brauchst. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach nur darum, hier hast du dieses wirklich coole Gameplay mit all den guten Monstern, die du so haben willst. Es spielt im Eiswindtal, also auch noch, sag ich mal, ein bisschen Fanservice-mäßig, weil dort spielen ja auch zum Teil die Dunkelelfen-Romane von Salvatore, der natürlich einen großen Einfluss auf die ganzen Dungeons & Dragons-Spiele hatte. Und das, was es dir halt bietet, ist einfach einen gut strukturierten Dungeon nach dem anderen, durch die du dich durchbeißen musst. Der Schwierigkeitsgrad ist auch gerade auf dem, wenn man den einfach auf normal lässt, wirklich ideal gewählt. Es hat auch eine sehr gute Länge. Ich finde, es ist nicht länger, als es sein muss. Und wenn du dann quasi am Ende bist und deine voll aufgepowerte Heldengruppe hast, die am Anfang wirklich so völlig unbedeutende Level 1 Pupsnasen waren, ohne Namen, ohne dass die jemand an die glaubte. Keine Rüstung, nur ein bisschen Taschengeld, jeder hat nur einen Stock dabei und sonst nichts und am Ende hast du quasi diese voll ausgerüstete Heldengruppe. Platz 28, Turtles in Time. Eben sprach ich noch über Dragon Ball und das ultimative Dragon Ball Spiel. Jetzt kommen wir zu dem anderen Franchise, was mir sehr am Herzen liegt, Ninja Turtles und dem ultimativen Ninja Turtles Spiel und das ist Turtles in Time. Hier, das Ding ist, Turtles in Time macht alles, was du dir zu dem Zeitpunkt auch als Turtles-Fan wünschen konntest. Es hat viele, viele Level, du kannst alle 4 Turtles spielen, sie spielen sich auch unterschiedlich genug, dass es Sinn ergibt, sie auch mal unterschiedliche Figuren zu spielen. Der 2-Spieler-Modus ist sehr gut gelungen, die Länge ist perfekt und was ist eben, was für mich vor allem so ideal daran war, es hat Fanservice, der auch nicht einfach nur Fanservice ist, sondern der Fanservice liegt darin, dass quasi du so viele Bosse in diesem Spiel hast und es quasi nahezu alle Figuren verwendet, die man sich so aus Turtles wünschen könnte. Du hast eben nicht nur Shredder, Bebop und Rocksteady, sondern du hast eben auch noch Tocker und Razor, du hast Slash, du hast Baxter, du hast den Rattenkönig. Sind einfach, alle sind hier. Das ist der Slogan von diesem einen Smash Brothers Spiel. Everyone is here oder so ähnlich. Und das hätte man schon damals über dieses Turtles Spiel sagen können. Jeder, den du dir wünschen kannst, der ist hier. Platz 27. Simon the Sorcerer 2. Eins der Spiele, die aus meiner alten Top 20 jetzt quasi in die Top 30 gerutscht sind. Aber dennoch finde ich eines der absolut besten Point-and-Click-Adventures, die es jemals gab. Und das liegt vor allem daran, an der Präsentation für mich. Es ist einfach eines der, ähnlich wie Simon 1, eines der schönsten Point-and-Click-Adventures.
Dazu kommt, dass hier der Humor einfach ein Tick bissiger ist. Setzt zwar immer noch viel auf Referenzen, aber ich finde, es setzt sie hier besser platziert. Die Handlung ist so ein bisschen ein seltsames Tohuwabohu. Man hatte so das Gefühl, die Entwickler haben sich erstmal überlegt, welche Schauplätze und Szenarien sie gerne verwenden wollen und dann überlegt, wie können wir das mit einer Handlung irgendwie verbinden. Aber das, was dabei rauskommt, ist, dass sie einfach schon viele gute Rätsel hatte, habe ich zumindest das Gefühl, viele gute Rätsel schon im Kopf hatten und das merkt man dem Spiel einfach an. Es ist wirklich gut strukturiert. Du hast viele, viele Gegenstände jederzeit im Inventar, mit denen du irgendwie rumprobieren kannst. Ich finde auch, die deutsche Lokalisierung ist hier sehr gut gelungen. Die Sprecher in der Qualität schwanken mitunter, aber ich finde, das macht auch hier irgendwie den Charme des Ganzen mit aus. Der Grund, warum es eigentlich ein bisschen abgerutscht ist, ist für mich, mir ist dann aufgefallen, dass Simons Charakter im letzten Fünftel des Spiels einen seltsamen Bruch macht. Die ersten 80% des Spiels ist seine Figur einfach ein freches Großmaul sozusagen. Aber in den letzten 20% wird er gerade, wenn er dann, ach Gott, wie hieß denn das Mädel, hier die Tochter von Calypso, wenn er sie dann trifft und wie fies er da auf einmal ist und auf einmal und nicht mehr so augenzwinkernd lustig fies, sondern hier geht es mir dann schon ein bisschen zu weit. Und da wird er mir dann auch leider sehr unsympathisch und eigentlich möchte ich auch nicht mehr, dass er da gewinnt. Das hat dann so ein bisschen dieses Deponia-Syndrom, wo der Held so unsympathisch ist, dass ich eigentlich ihm nicht mehr den Sieg wünschen kann. Und Simon hat größtenteils die Kurve gekriegt in diesem Spiel. Am Ende rutscht er ein bisschen ab, aber ansonsten nach wie vor für mich einfach ein tolles Point-and-Click-Adventure. Und wenn ich daran denke, an dieses Spiel, habe ich sofort irgendwie Bock, es wieder zu spielen. Platz 26, Age of Empires 2. Age of Empires 2 ist für mich immer so ein, ich habe da immer so eine gewisse innere Zerrissenheit. Ich habe ja schon in einem der vorhergehenden Parts dieser Top-Liste erwähnt, dass ich bei Strategiespielen eher der Typ bin, der lieber aufbaut und das mit den Einheiten aufstellen und andere Leute überrennen eher lästig finde. Aber letztlich ist dieses Spiel nichts anderes. Das Aufbauen ist hier nur Mittel zum Zweck, um eine fette Armee aufzustellen und damit den Gegner zu überrennen. Aber nichtsdestotrotz macht der Aufbau, das war jetzt nicht mein absichtlicher Versprecher, der Aufbaupart macht in diesem Spiel trotzdem einfach so viel Laune, dass ich es sogar immer fast ein bisschen bedauerlich finde, wenn dann dieses ganze Kriegszeug losgeht. Aber selbst das ist einfach immer noch gut gelungen und macht großen Spaß. Ich habe zwar immer das Gefühl, dass sobald ein Gegner anfängt, mich zu rushen, wie wir in unserer coolen Fachsprache sagen, dass ich dann sehr schnell auf verlorenem Posten bin. Nichtsdestotrotz ist es ein Spiel, zu dem ich immer wieder zurückkehre, seit Jahren. Und vor allem mag ich, dass es dann irgendwann diese HD-Edition gab. Ich weiß, die stand irgendwie in der Kritik, weil irgendwie zu wenig wohl Neues drin war für den Preis. Aber ich war sehr froh, dass es die gab, vor allem weil das Online-Spielen einfach sehr viel bequemer wurde und auch sehr viel besser machbar, finde ich. So dass ich jetzt auch tatsächlich gelegentlich dazu komme, auch mal gegen Freunde übers Internet zu spielen, ein wenig aufzubauen und ein wenig Krieg zu führen. Und ich mag die auch diesen ganzen historischen Kontext. Es ist natürlich alles nicht ganz korrekt, was da so drin vorkommt in Age of Empires 2, aber allein die ganzen Szenarien, die Kampagnen, das war das Wort, was ich suchte, die Kampagnen mit Genghis Khan und Saladin und so weiter, als jemand, der ein gewisses Geschichtsinteresse hat, ist das auch einfach eine feine Sache, die ich sehr gerne spiele. Platz 25, Fallout New Vegas. Vorneweg sei gesagt, von der Fallout-Reihe an sich bin ich nicht der allergrößte Fan. Ich finde die Reihe sehr cool und ich mag die Schreibe und den Humor und so weiter. Aber normalerweise bin ich nicht der große Endzeit-Fan. Ich mag die Mad Max-Filme sehr gerne, aber wobei natürlich Fallout sehr Mad Max inspiriert ist. Aber bis jetzt war einfach keines der Spiele dabei von Fallout, von denen ich sage, ja, das ist eines meiner Top-Lieblingsspiele. Und dann kommt New Vegas um die Ecke. Fühlte sich im ersten Moment an wie einfach nur eine Add-on von Fallout 3, aber einfach in so vielen Punkten einfach so viel besser. Und ich habe ein bisschen gebraucht zu checken, woran das liegt. Und ich glaube, ich finde einfach die Spielwelt von Fallout New Vegas einfach besser gelungen und die Dialoge sind einfach besser geschrieben. Ich finde, Fallout 3 war mitunter so ein bisschen zweckmäßig. Man hatte auf einmal diese riesige Open World im Fallout-Universum und hatte aber die fühlte sich noch so ein bisschen leer an, was vielleicht bei Endzeit nicht verkehrt ist, aber als Spiel ist es dann nicht so interessant, wenn quasi lange Zeit nichts kommt, außer irgendwelche Supermutanten, wo man wieder die Augen verdreht, weil du so ewig brauchst, um die zu besiegen mit einer kleinen Pistole. Und diese ganzen Probleme hatte ich bei New Vegas nicht. Es ist einfach ein Spiel, auch eins ähnlich wie bei Simon 2. Wenn ich an dieses Spiel denke, habe ich sofort Bock, es zu spielen. Und was mich sowohl an Fallout 3, aber noch mehr an New Vegas beeindruckt hat,
ist, wie gut hier Rollenspiel und Ego-Shooter zusammengeführt wurden. Ich hatte nicht viel Verwendung für dieses komische WAT-System oder WAST oder wie auch immer, also dieses quasi, wo man prozentual den Gegner treffen kann. Ich mag diesen Ego-Shooter-Aspekt dabei und dass man schleichen kann und all sowas. Aber dass es eben sich trotzdem anfühlt wie ein richtiges Rollenspiel mit Fertigkeitswürfen auf Charisma und solche Sachen. Ich habe so das Gefühl, das ist ein Genre, bei dem man noch wirklich viel, viel machen kann. Dieser seltsame Crossover aus Ego-Shooter und Rollenspiel. Aber ich habe das Gefühl, dass es so schwierig, da ein gutes Spiel rauszumachen ist, weil es natürlich so viel zu bedenken gibt, dass sich da viele Leute, vielleicht auch viele Entwickler nicht rantrauen. Und hier wurde vorgemacht, wie gut das aussehen kann. Es ist quasi für mich das Quest for Glory nur mit Ego-Shooter. Quest for Glory war diese tolle Verbindung von Rollenspiel und Point-and-Click-Adventure. Und hier hast du eine sehr tolle Verbindung von Ego-Shooter und Rollenspiel. Und die Musik. Ich liebe es, in Fallout New Vegas und Fallout 3 Radio zu hören. Der Sprecher wird nach einer Weile ziemlich nervig, aber die ganzen Oldies, die werden einfach nie alt, entgegen ihres Namens. Platz 24. Mortal Kombat 9. Das Reboot von Mortal Kombat war so eine erfrischende Abwechslung nach den ganzen Teilen, die davor kamen. Ich habe zwar auch eine gewisse Schwäche für die PS2-Teile, gerade für Deception, das finde ich gar nicht so verkehrt. Und auch Mortal Kombat vs. DC Universe fand ich bei weitem nicht so schlecht, wie es Leute immer gerne machen, weil einfach das Gameplay gut funktioniert hat. Aber Mortal Kombat 9 hat einfach all die Kritikpunkte, die sich über die Jahre gegenüber der Mortal Kombat-Reihe aufgebaut haben, einfach genommen und gesagt, machen wir das jetzt einfach mal in gut. Und es hat einfach toll funktioniert. Und dazu kommt eben, dass man die größte Stärke von Mortal Kombat, also Charaktere und Story, einfach hier so weit in den Vordergrund geholt hat. Natürlich ist es irgendwie ein bisschen immer so eine, lädt ein wenig zum Augenverdrehen ein, einen Reboot zu machen mit einem Zeitreiseplot und so weiter. Aber hier war es einfach erstens nötig, fand ich, nachdem man die Reihe plotmäßig so ein bisschen gegen die Wand gefahren hat mit Shujinko und Taven und Onaga und solchem Firlefanz. Und da war es einfach sehr willkommen, einfach wieder so ein bisschen back to the roots. Aber diese Verbindung von Oldschool und trotzdem Moderne hat hier einfach toll funktioniert. Dieses etwas modernere Kampfsystem, dieses moderne Gameplay, aber gesetzt in die gute alte Zeit von Mortal Kombat. Man spielt ja im Wesentlichen hier ein Reboot von Mortal Kombat 1, 2 und 3 in einem Spiel mit so kleinen Variationen in der Handlung. Platz 23, Fire Emblem 7. Der siebte Teil von Fire Emblem ist der erste, den ich gespielt habe, was vielleicht auch was damit zu tun, also wo man sich auch ein bisschen erklären kann, warum das so weit oben auf der Liste ist. Es ist einfach das Spiel, was mich zu dieser Reihe überhaupt erst gebracht hat. Es ist auch, glaube ich, der erste, der hier überhaupt in Deutschland erschienen ist von der Reihe und man hat da auch wirklich gleich einen der Spitzentitel der Reihe, wie ich finde, geliefert. Ich mag die Art und Weise, wie die Missionen strukturiert sind, dass der Schwierigkeitsgrad wirklich spürbar ansteigt, aber dich nie frustriert. Dass es dir auch die Entscheidung überlässt, ob du zum Beispiel versuchst, alle Figuren durch den ganzen Plot durchzubringen bis zum Ende oder ob du, wenn du quasi kurz vorm Ende einer Mission bist und jetzt geht dir halt dieser eine Bogenschütze oder Will heißt da glaube ich flöten, lass ich Will sterben oder spiele ich die ganze Mission nochmal. Das Kampfsystem sehr simpel, die Strategie an sich sehr simpel und trotzdem in sich komplex, weil du einfach so viele Möglichkeiten hast, weil du so viele Figuren hast, die du mitnehmen kannst, weil du die mit unterschiedlichen Waffen dann nochmal ausstatten kannst. Ich habe mich zwar so ein bisschen drüber lustig gemacht über den Plot von Fire Emblem üblicherweise mit Prinzchen kämpft gegen den bösen Zauberer und rettet die Welt und hier kommen sogar auch, glaube ich, noch Drachen drin vor und sowas, also wirklich alle Klischees bedienen, aber ich finde es in dem Fall gar nicht schlimm oder schlecht, weil die Figuren sympathisch genug sind. Platz 22, Heroine's Quest. Was habe ich vorhin gesagt? Ein gutes Quest for Glory Spiel erkennst du daran, ob alle Charakterklassen irgendwie Spaß machen und ob du alle ausprobieren willst. Heroine's Quest übertrifft die offensichtliche Vorlage Quest for Glory in dem Punkt bei weitem. Und das ist der Grund, warum es so weit oben auf der Liste ist. Mein größter Kritikpunkt an Quest for Glory war, dass das Kampfsystem immer so ein bisschen doof war, um es nett auszudrücken. Heroine's Quest hat das repariert. Heroine's Quest hat ein einfaches, aber gut funktionierendes Kampfsystem gezaubert. Es setzt die bekannte Quest for Glory Formel bei der nordischen Mythologie ein, was auch interessant ist und überhaupt eine Mythologie ist, mit der man, glaube ich, auch viele Leute hinterm Ofen vorlocken kann, die einfach sehr populär ist.
Man spielt so eine coole Frau, die auch so ein bisschen Persönlichkeit mitbringt, aber auch nicht so viel, dass es quasi deine eigenen Entscheidungen überlagern würde. Ich mag das Learning by Doing, was und auch die Art und Weise, wie es quasi integriert ist, dass du jederzeit einen Überblick über deine ganzen Skills hast. Und der Plot ist okay dafür, was es macht, ist ein typischer Quest for Glory Plot eben. Aber was es eben wirklich vor allem gut macht, ist, dass es dich dazu einlädt, wirklich mit allen Charakterklassen das Ganze durchzuspielen und es sich jede Charakterklasse einfach so unterschiedlich anfühlt, dass du je nach Charakterklasse mit ganz anderen Figuren unterschiedliche Beziehungen am Ende hast. Und nicht zu vergessen, das Spiel ist kostenlos. Es gibt keinen Grund für Leute, die auf diese Art Spiel stehen, es nicht zumindest mal ausprobiert zu haben. Es ist einfach das quasi perfekte Quest for Glory und es ist kein Quest for Glory, es ist ein Fanspin-off. Sehr beeindruckend. Platz 21, Outcast. Wenn ich an ungewöhnliche Spiele denke, dann denke ich an Outcast. Outcast ist ein Action-Adventure, aber das ist natürlich mal so ein sehr generischer Oberbegriff, aber ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Ein Action-Adventure in einer frühen Idee einer Open World, lange bevor Morrowind und alles daherkamen und zeigten, wie langweilig Open World auch sein kann. Nein, aber in Outcast gibt es einfach so viel zu tun und diese Spielwelt hat so viel Persönlichkeit, die auch so schön einen so schönen Kontrast bildet zu der Persönlichkeit der Hauptfigur von Cutter Slade, also einem Amerikaner, der in dieser fremden außerirdischen Welt landet. Das ist quasi ein Science-Fiction-Abenteuer. Dieser Typ landet in dieser Welt, die ihre ganz eigene Kultur hat, ihre ganz eigene Religion, ihre Kasten und so weiter. Man merkt, dass da einfach auch die Autoren sich so viel über den eigentlichen Plot hinaus gedacht haben. Also sie haben quasi, das Worldbuilding ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Es gibt, glaube ich, kaum ein Spiel, was so ein gutes Worldbuilding hat wie Outcast. Und auch die Abwechslung innerhalb der Quests, es gibt die eher actionorientiert sind. Manche sind wichtiger für den Hauptplot, manche haben Einfluss auf den Hauptplot. Es gibt aber auch ganz simple, wie hilft dem Baumeister irgendwie den Stein wegzuschaffen und dann musst du den halt irgendwie sprengen oder sowas. Oder du führst einen kleinen Guerillakrieg gegen die Soldaten des Feindes, indem du quasi irgendwelche Boote versenkst, damit die den Fluss nicht mehr überqueren können. In jeder Unterwelt dieser Welt, also die Oberwelt von Adelpha, da gibt es ja ganz viele Regionen. Es gibt quasi die Farmwelt und die eher sumpfige Wasserwelt und das Waldlevel und so weiter und so fort. Und jede davon hat einfach eine sehr gute Identität. Jede fühlt sich sehr anders an. Und ich glaube, das Wort, was mir hier fehlt oder was das richtige Wort dafür ist, es ist so authentisch. Und das ist so ganz seltsam bei so einem, sag ich mal, Kunstprojekt, weil ich würde schon Outcast als ein künstlerisches Spiel betrachten, einfach weil da einfach so viel Hirnschmalz drin steckt. Und natürlich ist es alles eine ausgedachte Welt, aber eine ausgedachte Welt, die sich irgendwie authentisch anfühlt und du als Spieler spürst das einfach.